sing the track that King produced tonight. You have a great time. You and the hottest star in Hong Kong. Go, have fun. You know Big Smile Lee? Oh yeah, we've crossed paths. Good. We've got a joint venture making porn. He brings the girls, I bring the production and distribution. That's good money, I bet. Yeah, if Vivian pisses me off, that's where she will end up. But there's more money if I keep her a star. I just have to make sure she doesn't flake out on me. I want you to put some cameras up in an apartment. I need it done right away. Can you organize that for me? Yeah, of course, Sonny. I'll take care of it for you. Okay. Here's the address. There's a box of stuff over by the elevator. Gut, also sollen wir jetzt ein paar Kameras in Vivians Wohnung reinbringen? Ist ja kein Problem. Merkt ja keiner. Das ist, glaube ich, jetzt der Ort, wo wir auch eine weitere Statue für die für den Martial Arts Club, also für die, die Schule finden. Passt also sehr gut. Weil diese Wohnung, beziehungsweise bei dem Ort waren wir nämlich schon mal. Also ich meine jetzt nicht die Schule, ich meine jetzt den Ort, wo wir jetzt hinfahren. Das ist nämlich ein sehr bekannter Ort. Da waren wir vorhin schon mal. Und haben uns umgeguckt. Da sind wir an die Figur leider nicht dran gekommen. Weil die Tür verschlossen war. Und jetzt müsste sie eigentlich auch verschlossen sein, weil die Dings ja unterwegs ist. Was? Andererseits gibt der Tussi das volle Programm. Hack ihren PC, bring Wanzen und Kameras an. Woher weißt du denn, dass ich mich damit auskenne? Bin doch kein Bulle. So, mit dem Portierin. Guten Tag. Excuse me, sir. I don't think I've seen you before. I'm a location scout. Could you let me have a look around? Only residents and their guests are allowed, sir. Now be quick. I'll make it worth your while. No. It's not gonna happen, sir. You have to leave the premises, sir. Ich finde schon Eingang hier zu der Butze. Wir nehmen jetzt genau denselben Weg, den wir vorhin auch schon genommen haben. Also von daher. Ich weiß ja, wie es läuft, ne? Gott, sehen die hässlich aus. Was? Ich habe nichts gesagt. Nein, nein. Bin ja menschenfreundlich. Bin sehr menschenfreundlich. Bin sehr menschenfreundlich. Ich war das nicht. Mein Finger ist ausgerutscht. So ganz urplötzlich. Das ist, konnte keiner ahnen. Das ist einfach so, ja, ist passiert, ne? Yay! So, also nochmal genau den, was soll das denn werden hier? Der wollte mich hauen. Wie sind der drauf? Genau, hier der Unschuldige vorhin. Der wollte mir auch hauen. Ich hab's gesehen. Das war einfach nur Verteidigung. Keine Ahnung. Ich muss mich ja hier irgendwie zur Rechenschaft ziehen, ne? Oh oh. Autsch. Dateien auf dem Computer kopieren. So, Emma, Figürchen. Hallo? Was tust du? Nimm die Figur. Danke. Naja, einmal eine Ehrenrunde. Jetzt sieht man auf keinen Fall, dass hier jemand drin war, weil die Stühle, die stehen ja... stehen genauso, wie sie vorher auch waren, ne? Ist ja alles kein Problem. So, was nu? Oh. Gut. Packen wir die 6 hier vorne hin. Machen wir die 1, die 3 und die 5. Mhm. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann machen wir die 1 jetzt hier hinten hin. Die 6 an diese Position.
Machen wir die 7 dahin. Und da die 8. Gut, dann kann die 6 jetzt nur noch an diese Position. Die 7 dahin und die 9 dahin. Dankeschön. So, Pendrew will heute Abend am Treffpunkt in Central mit Ihnen reden. Ach, der kann mich. Ich hab keine Zeit. Ich bin voll wichtig. Ich hab zu tun. So, einmal den. Und einmal den. Are you holding up? Shit! I don't want to get arrested. That could be really bad. We have to send him a message. So? I don't know what his problem is, but we don't have to worry about it. Did he know? Oben verstecken. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott! Tschüss. Get out of here soon. You look beyond beautiful tonight. Every time I looked at you, all I could think was, I guess you know what you're doing. I can't believe she's real. Oh, Ricky. She's too perfect to be real. Seriously. Every woman wanted to be you, and every guy wanted to. Well, you know. Oh, Ricky, you have such a one-track mind. Shit. Fucking Sunny. Oh, yes. You know I like that. Okay, but let me go freshen up first. Whatever you want, baby. I'm gonna go have a smoke. Naja, uns fällt auch nicht auf, dass die Stühle da so, ne? So, Kamera im Schlafzimmer platzieren. Lassen Sie sich nicht sehen. Memory Stick beschaffen, ohne gesehen zu werden. Oha. Sehr spannend. Oh Gott. Maybe I should check up on her. So, und jetzt raus hier. Yo! Ich liege halbtot auf der Straße, aber ist okay. So, Pendrew am Treffpunkt treffen. Ja. Wie fahre ich da hin? Ich nehme einfach das Motorrad, das steht hier gerade so dumm rum. Tüdelü. Man sieht sich. Obwohl. Warte mal ganz kurz. Komm, also bitte. Das Auto, das stand hier so rum, der hat's mir gerade selber geklaut. Ich hab's nur zurückgeholt. Arschloch. Hat keiner gesehen? Hat keiner gehört? Schneid ich raus. Egal. So, was will denn Pendrew von mir? Will er sagen, es ist Feierabend oder was? Oder sagt er, nö, mach mal weiter. Ist genau richtig. Guten Tag. Pendrew, na du Arsch. Are you fucking crazy? What the hell were you thinking of wrestling Jackie, huh? Oh, I thought we were past all that. I just wanted to congratulate you on that business with Tang. Good riddance. Now, what about Sonny Woe? Anything new there? What about Jackie, huh? Fuck, Pendrew! Are you deaf? No, Officer Shane, I'm not. But you clearly have forgotten who you're speaking to. Way. Forget about Jackie a moment. Whatever we can get to stick to Sonny Woe will obviously hurt Big Smile Lee. We both want that. Fine. Sonny had me put up a hidden camera in Vivian Liu's bedroom. She and Ricky nearly caught me. He always did have a reputation for that sort of thing. Think you could get a copy of that? Are you fucking kidding me? She's got nothing to do with this shit. This could be the piece that we're missing on Sonny. Can you get it? All right. But I want Jackie in return. Cut him loose. Very well. Get me the video and he walks. I'll get it. All right, I have to go. Get me that video as soon as you can.
Ich kann diesen Pendrew überhaupt nicht leiden. So, warte mal, was ist denn das jetzt hier vorne? Das blinkt grün. Hat man das jetzt schon gehackt? Das hat man schon gehackt, Stückelt. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So, also damit er seine perversen Vorlieben ausleben kann, kriegt er jetzt von dem Video, beziehungsweise von den Daten und von allem, was er haben will, kriegt er eine Kopie. Damit er seine Schnauze hält, ich auch, und wir Jackie aus dem Knast rausholen. Das ist gut. Finde ich Bombe. Gefällt mir. Gibt einen Daumen nach oben. Ah! So. So, können wir dann jetzt eventuell gleich dann auch noch den, das Ding hier mit der Drogenrazzia machen? Geht das? Eventuell? Muss ich da einmal selber gucken. Aber, nee, Moment, warte mal. Wir sind ja gerade in der Mission drin. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Lass mal gucken. Alright, Benji, I hope you're happy. Ach du Scheiße, jetzt kommt das ja auch noch. Vivian? What are you doing here? Well, Sonny says you've been really helpful to him. And to me. And I just wanted to thank you. Vivian, no. Wait. What's this about? Nothing, I just can't. God, Sonny's gonna kill me. Wait, Sonny sent you here? Yeah, don't you know that? Know what? I can't do it anymore. Sonny will just have to get another girl. Look, Vivian, you don't need to. Not with me, okay? So, you mean you're okay with it? Yeah, it's okay. Wow, you're the first guy who's ever, I mean, thanks, Wei. Tja, der Wei ist eben doch ein guter Kerl. Ich wusste es doch. So, schade. Gibt es noch nicht so viel Kopferfahrung? Ja. Wegen meiner nicht vorhandenen Skillhaftigkeit. Ja. So. Bin in der Mall in Zentral. Das interessiert mich ein Scheiß. Und ein Bus hat gerade mein Auto angefahren. Und ich wollte eigentlich noch die Kamera bringen. And Jackie? Done. This should be all I need to put Sonny Woe away for a long time. And with Uncle Poe dead. Wait, how'd you hear about that? Good news travels fast. I'll have Raymond arrange your debriefing. Congratulations, Wei. What are you saying? I'm saying it's over. You've done your job. It's time to come in. It's not over. Not yet. Wei, the son on Yi is seriously crippled. Your mission was an unbelievable success. I must admit, I thought you'd be happy. Big Smiley will take over. It'll be even worse than it was under Poe. I can't come in now. I'm not finished yet. I understand your personal reasons for doing this, your history with the Sun on Yi. This is why I selected you. But you've done more than enough. Those are my orders. Fuck your orders and fuck you too, Penju. I came on to take down the Sun on Yi, not to shuffle the deck. Shen, you're making a mistake. Alter, der checkt es doch gar nicht, dass... Oh, er checkt es nicht. Pendrew checkt es einfach nicht. Er wird es auch niemals checken. Never. Never ever. So, jetzt können wir nämlich endlich mal das Überwachungssystem benutzen. Wei, what do you want? Your friend Jackie has agreed he'll be walking out of Joe in a few minutes. Just thought you might want to be there to pick him up. Thanks. Don't mention it. Gut, jetzt benutzen wir noch hier das Überwachungssystem, ne? So, wo haben wir die Aktivität? Da unten. Lass mal gucken. So, das ist er hier. Das sehe ich schon an dieser komischen Wurschelei.
Ah ja. Tschüssi! Er liegt unter der Treppe. Das passt auch. So. Einmal das letzte Upgrade für den Cop-Bereich. Polizeikofferraumschlüssel. Way findet Schusswaffen im Kofferraum vom Polizeiwägen. Oh yeah, baby, das ist hammermäßig. So, und hier die Nahkampf-Upgrades, die haben wir, oh Gott, da haben wir auch noch zwei. Ha! Das ist ja die Beerdigung. Warte mal. Gefundene Jahresstation 10 von 11. Also eine fehlt uns jetzt noch. Und das, genau, das ist die hier oben. Ich würde sagen, die restlichen Dings hier für die Schule, das holen wir alles zusammen, wenn wir hier die wenn wir die letzte Nahkampf-Upgrade-Statue gefunden haben. Wisst ihr, dann passt das eigentlich ein bisschen besser. So, ich würde aber sagen, ich mache jetzt erstmal einen kleinen Schnitt, beziehungsweise beende jetzt erstmal die Aufnahme. Das Einzige, was ich jetzt noch offline machen werde, ist einmal hier für den Tranolinski, also hier für den Tren, die restlichen Fahrzeuge besorgen. Und wenn das dann erledigt ist, haben wir eigentlich nicht mehr viel zu erledigen. Also die restlichen paar Kisten, die wir da jetzt noch haben, die wir noch brauchen. Und dann hier noch ein paar Gefälligkeiten. Das ist ja, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Erledigte Gefälligkeiten. Ja, hier kommen 10 Stück. Das ist eigentlich ein Klacks. 5 abgeschlossene Events fehlen dann noch. Erledigte Jobs hier. Das müssten dann, glaube ich, die Fahrzeuge noch sein. Also 17 Stück fehlen da, wenn ich jetzt richtig liege noch. Gemeisterte Missionen, da fehlen dann noch 5. 5 Kameras noch. Also, es läuft richtig gut. Also, diesmal werden wir auf jeden Fall schneller durch sein, weil ich das Spiel ja schon mal durchgezockt habe, als beim ersten Mal. Ist aber auch gar nicht schlimm. Hauptsache, wir kriegen das so hin, wie ich das auch mir vorgenommen habe. Und es sieht eigentlich soweit sehr, sehr gut aus. Gut, Leute, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, mir bei dieser Aufnahmesession wieder zuzuhören und zuzugucken. Würde mich natürlich über eine Bewertung, über einen Kommentar sehr, sehr freuen. Und hoffe natürlich auch, dass wir uns dann in der voraussichtlich letzten Aufnahme von Sleeping Dogs wiedersehen. Es sei denn, hier kommt dann noch dieses besagte DLC. Man muss mal ja gucken, ob ich dann vielleicht irgendwie drankomme oder so. Ich weiß es ja nicht. Man muss gucken, ne? Und was wir natürlich auch noch in der nächsten Aufnahme machen werden, ein bisschen Shopping. Wir werden uns neue Klamotten holen. Wir werden noch ein paar Autos kaufen. Also das Geld, was wir jetzt soweit haben. Ich glaube, das reicht dafür gar nicht, was ich noch so vorhabe. Aber naja, zur Not, man kann ja noch ein bisschen Kohle verspielen. Wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend, Tag, wann ihr immer das Video guckt. Und ich verabschiede mich auf meine allbekannte Art und sage Tschüss mit Ö und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.